herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Diesel hätten wir wieder. Herr Drescher ist weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der den LKW hingestellt hat. Drescher ist weg und der LKW. Ah ja, okay. Gut, dann kann ich da nämlich... Blinker vergessen, ey. Dann kann ich da nämlich... Ah, ich wollte mal noch eine andere Lackierung haben, ne? Kann ich da nämlich den Dings da aufladen, den Dinkel? Dinkel muss wohin? Aldi. Aldi bzw. Lidl steigt noch ein bisschen. Ich glaube, ich fahre einfach zum Aldi, weil ich muss ja auch am Ding vorbei. Dings hier, wie heißt er denn? Bei Metzger muss ich ja vorbei. So, dann machen wir das nämlich. Am Tor hängen geblieben. Ey. Scheiße. Oh, was ist denn jetzt los, ey? So, jetzt geht's ab die Brust. Fahren wir erst beim Metzger vorbei. Beim Metzger kurz vorbei, Schweinchen einfüllen und dann fahren wir zum Aldi. Ach, ich muss noch die Kosten aufschreiben, ne? Muss ich gleich nochmal an. Was waren das? 5000 für den Diesel. €10.000 Tagesmiete ist schon mal besser. Warte mal, gerade noch einen Diesel anrufen. Nee, doch nicht. Vielleicht ist der noch bei sich am Hof. Ich brauche nämlich morgen früh auf jeden Fall einen oder zwei Abfahrer.
Ach nee, der wollte ja Ernten fahren, ne? Der wollte ernten. Das war jetzt eigentlich ein etwas ein Umweg hier. Aber ich habe mir natürlich zwei Blitze gespart. Ich glaube, ich fahre erstmal zum Aldi, bevor die nachher den Preis ändern und dann ich nicht mehr so viel Geld dafür kriege. Es ist mal ein schickes Gefühl, hier mit dem LKW durch die Gegend zu fahren. Da macht man Strecke, ey. Was sind das? Muss ich doch gleich nochmal nachgucken, was das war. Da war irgendwie eine Baustelle abgesperrt. Heute kann ich niemanden hier mit dem LKW rückwärts fahren. Was ist denn los? Brauche ich gerade mal einen Stift. Habe ich denn meinen Stift in hier? Hier. Waren 5000. Diesel, Minus, Plus. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Aldi zahlt. Ich hoffe mal, der hat noch den hohen Preis. Ajo. So, butter. Na, wie viel bringt uns der Dinkel? 59.000. Sehr schön. Dann, passt das? Dann fahren wir jetzt zum Metzger. Ich wollte mir das hier noch mal angucken. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Baustellenfahrzeuge frei. Interessant.
Ich meine, da wird ja irgendeine Baustelle ausgerufen. Klingelingeling. Stefan Müller. Jo, Folge hier, servus. Servus. Du, für die Paletten kriege ich dann 10.000. Glatt. Jo. Das kann mein Mitarbeiter, wenn er gerade Zeit hat, kurz überweisen. Jo, okay. Wenn er soweit möchte. Und dann hätte ich noch eine Attacke auf euch los. Ja. Und zwar kriege ich jetzt vom Krüger kriege ich einen Häcksler morgen früh. Ja. Da bräuchte ich Abfahrer. Jo, ich würde mit LKW und deinem Anhänger würde ich dann kommen. Perfekt, ich habe den großen, den Tatra und den Farmstar noch hier. Da kriegen wir schon ordentlich was rein. Na, den kann der Manuel fahren. Jo, okay, das heißt, ihr seid morgen früh dann bei mir unten. Ja, wir müssen aber dann später dann erstmal beim LKW die Planken draufballern noch. Ja, können wir machen. Weil wir gerade alles runtergemacht haben, dass wir jetzt runterfahren können und dir die Paletten abholen können, für uns nach oben zu fahren und dann noch da einer Karton und was dann noch war, Papier weg zu transportieren. Jo, okay. Gut, passt. Danke euch. Ja. Bis morgen, ciao. Hat er jetzt. Ah ja, okay, kam an, danke. Jo. Tschö. Jo. Okay. So, den Anhänger lasse ich gerade mal hier stehen. Da bin ich ganz am Überlegen, ob ich gleich nochmal. Ich glaube, da hole ich gleich nochmal ein paar. Warte mal, ich muss mal ein paar Diesel anrufen. Klingelingeling. Diesel. Jo, Folge hier, servus. Jo, moin. Ich wollte dich gerade auch anrufen, ich habe nämlich ein Problem. Welches? Ja, ich wollte gerade meinen Trecker nehmen, mein Johnny nehmen, ne? Liegt da ein Brief von Polizei drin, das Fahrzeug ist stillgelegt, muss erstmal zur Werkstatt. Stimmt, hat Stefan letzte Woche schon gesagt. Warum bin ich jetzt gerade auf dem Weg zur Werkstatt damit? Weiß der Krüger schon Bescheid? Der Krüger weiß schon Bescheid. Ah, okay. Sonst hättest du ihn zu mir an den Hof stellen können, weil das sollte bei mir eine Hofinspektion machen. Oh. Also alles einmal durchchecken. Ja, das Problem ist ja auch mein LKW, der leckt Öl. Das muss auch gefixt werden. Okay. Okay, aber weshalb ich angerufen habe, ist, hast du nochmal Schweine über? Ich habe 76 im Stall. Okay, das heißt, erstmal keine abholen, oder? Richtig, müssen sich erstmal wieder regenerieren. Okay, schade. Wieder vermehren. Ja, okay, ich stelle dir den Anhänger trotzdem auf den Hof. Alles klar, mach den das. Jetzt schon hinten dran. Jo. Gut, bis dann mal. Ciao. Bis dann, ciao, ciao. Klingelingeling. Robert. Jo, Folge hier, servus. Servus, Volker. Du, ich hatte mal Lust ein bisschen auf so Rindersteak. Auf Rindersteak? Jo. Wie schaut's denn aus? Hast du ein paar Küchen übrig für mich? Natürlich. Wie viel möchtest du denn haben? Wie viel hast du denn? Ich glaube, aktueller Bestand sind 124. Jo, dann komme ich mal eben rüber. Und dann guck mal einfach mal, hol ich mir ein paar raus. Ja, kein Problem. Ich bin am Feld nebenan. Sofa. Müsste ich ja sehen, wenn du dann da bist. Jo, bin gleich da. Ich war gerade bei Metzger. Hab da noch Schweine ausgeladen. Achso. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Perfekt. Holen wir uns halt so noch ein bisschen Tierchen. Kühe. Dann müssen wir mal gucken, wie viel da hinten in den Auflieger reingehen. Aber das machen wir in der Folge morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.